Ja, einen wunderschönen guten frühen Abend darf ich wünschen, hier live aus dem Pressesalon des österreichischen Journalistenclubs. Schön, dass Sie dabei sind, entweder hier als Live-Publikum oder erstmals auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal des ÖOC oder diesmal auch auf Facebook. Philosophia, das kommt vom Altgriechischen, kann man nachlesen auf Wikipedia und heißt so viel wie Liebe zur Weisheit. Und mein heutiger Gast trägt diese Liebe zur Weisheit in sich. Herzlich willkommen, Frau Professor Magister Dr. Monika Vogrolli. Schön, dass du da bist bei uns. Wir beide pflegen das wertschätzende Du, das darf ich eingangs gleich erwähnen. So lässt sich's auch viel besser philosophieren. Nun, Philosophie heißt, vielfältige Gegenstandsbereiche zu besprechen. Und diese Liebe zur Weisheit birgt für mich eine Frage: Wem können wir noch vertrauen? Journalisten, den Informationsquellen, die sie haben, oder Konsumenten, den Journalisten? Es ist einfach ein kleiner Teufelskreis geworden. Ich möchte diesen Abend gerne in vier Blöcke teilen, nämlich Block 1, wer ist Monika Vogrolli? Block 2, wie funktioniert angewandte Philosophie? Sie ist auch Psychologin. Der dritte Block wäre dann, ob es die Apokalypse des Vertrauens in die Medien schon gibt. Und der vierte Block ist dann ein Ausblick in die zukünftigen Veranstaltungen. Das ist ja da eine schöne Premiere hier zu den Nächten der Philosophie. Aber dazu später und ganz am Schluss gibt es noch die Möglichkeit, auch hier Fragen zu stellen. Aber wir wollen gleich loslegen mit Punkt Nummer 1. Wir kennen natürlich all die großen Namen der Philosophie, Pythagoras, Platon, Aristoteles, Descartes, Voltaire, Kant und so weiter. Über die wollen wir heute nicht reden. Mir kommt es heute darauf an, dass wir, so wie Monika Vogrolli sagt, die Philosophie aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rausholen. Monika, erste Frage, woher kommt deine Liebe, zur Weisheit? Gut gefragt. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung beim Herrn Präsidenten, beim John Herzog, beim gesamten Vorstand des ÖEC. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin sozusagen eine, die den Spagat hoffentlich, das werden wir heute Abend sehen, zwischen ÖEC, zwischen Österreichischen Journalistinnenclub und Gesellschaft für angewandte Philosophie schafft. Ich freue mich, dass ich mich hier einmal sozusagen entbergen darf in meinem Wesenskern, in meinem, möchte ich schon sagen, philosophischen, und da hast du mir schon das Stichwort gegeben. Die Liebe, wie hast du gesagt, die Liebe zur Weisheit. Richtig, ja, eine Verdoppelung. Ja, genau. Ja, also das kam so, die Philosophinnen und Philosophen der griechischen Antike haben es uns schon vorgezeigt, das waren mehr Männer als Frauen, aber da ziehen wir Frauen jetzt durchaus nach, das Gespräch, das wirklich tiefsinnige Gespräch, in der Jugendsprache würde man heute Deep Talk sagen, war was sehr, sehr Reizvolles für mich von Kindheit an. Hinter die Kulissen zu schauen, wie tickt ein Mensch, was bewegt ihn, was motiviert ihn, was ist der Mensch? Diese zentralen Fragen, die auch bei Immanuel Kant vorkommen und bei den Philosophen durch alle Zeiten, ich werde mir das Gendern manchmal ersparen, bitte das nicht falsch zu verstehen, aber das ist manchmal einfach so, dass ich darauf vergesse. Wichtig ist es, hinter die Dinge zu schauen, genau. Und das habe ich schon als kleines Kind gern gemacht. Meine Mutter war mit der Kindergartenchefin befreundet und da konnte ich dann auch natürlich Backstage im Kindergarten schauen und ja, meine Berufswahl dann späterhin einer Philosophin mit eigener Praxis. Es gibt eben auch Philosophinnen, da kommen wir noch dazu, die eine Beratungspraxis haben, war eben auch so dieser Wunsch, sozusagen aufs Wesen der Menschen schauen zu dürfen, diesen Luxus zu genießen, des Vertrauens. Da sind wir schon beim Thema des heutigen Abends, des Vertrauens, weil natürlich, wenn jemand zu mir in meine Beratungspraxis kommt oder auch bei jedem Gespräch, das wir mit einer fremden Person führen, ist ja ein Vertrauensvorschuss als Basis des Dialogs überhaupt notwendig. Und was ich noch hinzufügen möchte, die Liebe zur Liebe, zur Weisheit, ich weiß nicht, ob sie Liebe zur Weisheit ist, mich hat so fasziniert an der Philosophie und nicht an der akademischen Philosophie, weil wir sprechen hier wirklich vom Dialog, von der Beziehung, vom Fragenstellen. Am meisten fasziniert hat mich,
das, was du machst, nämlich, dass man in der Philosophie eigentlich Fragen stellt und nicht sofort Antworten benötigt, sondern das Gegenüber auch erst einmal dahin geleitet und begleitet, fast wie so ein Bergguide, jemanden, der eine Bergtour machen will, die Fragen des Lebens zuallererst zu stellen und sich nicht zu schämen oder Hemmungen zu haben, zu fragen, wofür mache ich das alles? Was ist mein Ziel, mein Sinn? Was ist der Zweck meines Lebens? Was motiviert mich? Ich möchte da gleich das auch aufgreifen, Fragen zu stellen, da ein bisschen einhaken. In deiner Kindheit, ich selbst bin mit Latein groß geworden. Ich durfte noch mit Josef Meinrad philosophieren damals in meiner Schule. Ich habe 5 Jahre eben diese humanistische Ausbildung genossen. Deine Eltern, ein Wort. Dein Papa war ja, glaube ich, auch Lateinlehrer. Lehrer tatsächlich, ja. Ja, und die Mama hat mit der Religion zu tun gehabt. Ja. War das schon diese Grundprägung dann in dir, dass du da gesagt hast, als kleines Mädchen, ich möchte fragen, was ist der Sinn des Lebens? War das da schon gegeben damals? Ich glaube sicher, dass eine religiöse, eine christlich, so in der christlich-abendländischen Tradition sich vollziehende Erziehung und Sozialisation bei manchen das irre dazu tut, dass da natürlich die Frage nach den Werten ganz zentral ist. Nach welchen Prinzipien verhalte ich mich? Was darf man tun, was darf man nicht tun? Das sind ja auch Fragen einer ganz wichtigen praktischen Disziplin der Philosophie als Wissenschaft, nämlich der Ethik. Und ich habe mich dann tatsächlich sicher infolge dieser gewissen Erziehung und Sozialisation, die ja viele von uns genossen haben, eben für diese Frage auch der Nächstenliebe, der Empathie, des Altruismus sehr interessiert und wollte natürlich auch so behandelt werden, wie ich selber mir nach tugendhaften Prinzipien dann zurechtgelegt habe, schon als Kind. Da wollte ich übrigens heilig werden. Oh. Meine Mutter war ja Religionslehrerin und ich habe wirklich mir gedacht, ja, der Sinn des Lebens ist, dass ich eines Tages heilig gesprochen wäre, weil bei uns das einfach an der Tagesordnung war, dass da so religiöse Musik, singende Nonnen, französische Chansons und so weiter. Jedenfalls, so wie du gesagt hast, das waren natürlich die ersten dahingehenden Imprägnierungen und wird mir jetzt erst so richtig bewusst. Ja? Also ich wollte einfach ein guter Mensch werden und das ist ja eine zentrale Frage der Philosophie, der Ethik, auf die ich mich dann natürlich folgerichtig spezialisiert habe. Das waren eigentlich alles Zufälle und Schicksalsfügungen, aber letztendlich ist es dahin gekommen, wirklich zu schauen, wie kann ich ein gutes Leben führen und möglichst viel Gutes tun und Gutes bewirken und daraus meinen Selbstwert eigentlich wie einen Akku immer wieder aufladen. Also nicht mich auszuzeln lassen, so würde man sagen. Ich bin übrigens Psychotherapeutin, nicht Psychologin, sondern eben okay. Im Grundberuf, das ist das Spannende, Philosophin, das ist bei uns in Österreich möglich. In Deutschland zum Beispiel ist es so, dass man ein Psychologiestudium benötigt oder sonst wird man eben Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz. Mhm. Also in Deutschland, Österreich gibt es so unterschiedliche Regelungen. Aber ich war auch zur Psychotherapie zugelassen. Beim Philosophieren über deinen Lebenslauf bis jetzt gibt es doch einige markante Punkte und ich habe mal ein paar Milestones herausgeschrieben und angezeichnet. Stichwort Tritch-Tratsch-Girl. Das hat mich irgendwie doch ziemlich stimuliert, muss ich sagen, weil ich natürlich auch die Vera Russwurm kenne aus der Zeit. Die war ja auch mal Tritch-Tratsch-Girl bei Joki Kirschner. Einige von Ihnen werden das vielleicht noch wissen mit diesem Ladl-Spiel. Was war damals? Da warst du im zarten... 14 war 14, ich. Ja. Wie war das für dich? Kannst du dich da erinnern? Müsste ich jetzt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, bitte darum, wir philosophieren ein bisschen doch darüber. Ja. Ist das überhaupt interessant? Ich weiß nicht. Na, oh ja, es ist, wie wird ein Mensch? Ja? Das ist für mich schon auch ein bisschen eine philosophische Grund. Es war tatsächlich prägend für mich, weil ich habe mir so mit, weiß ich nicht, 10, 11 Jahren, da habe ich den Alfred Kollerich als Deutschlehrer gehabt, der ja Elfriede Jelinek, Peter Handke und andere Literatinnen entdeckt hat und selber auch geschrieben hat. Das war mein Deutschlehrer im akademischen Gymnasium in Graz und der hat mich unglaublich beflügelt. Der war für mich sozusagen der Aufwecker, der hat mir ein Forum gegeben, schon in der Schulklasse zu philosophieren. Ich durfte Fensterreportagen machen im Deutschunterricht und Schauspielern und der hat mir halt immer schon gesagt, als ich noch Teddybärengeschichten geschrieben habe, handschriftlich und ihm ausgehändigt habe, hat er gesagt, du bist eine Dichterin, schon im Alter von 10, 11 Jahren. Und dann ist natürlich mein Selbstbewusstsein gewachsen, das vorher vielleicht nicht so groß gewesen war, da war ich eher schüchtern gewesen und durch ihn bin ich dann so richtige Rampensau geworden. Also Alfred Kollerich ist schuld, dass ich mich dabei wohlfühle, jetzt zum Menschen zu sprechen. Habe eben viel zu verdanken und letztendlich
letztendlich war es dann so, dass ich einen Brief an den ORF geschrieben habe und geschrieben habe, ich sei eine Jugendliche und bei Trittstratsch würden ja Jugendliche zu Wort kommen sollen und die Vera Rusform wäre doch schon 18 oder 19 und wäre doch schon alt für eine Jugendliche. Okay. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, haben so einen Testlauf bei, im Studio Steiermark gemacht und da war ich auch nicht auf den Mund gefallen. Und dann wurde ich eingeladen und jetzt kommt's. Meine Eltern waren not amused, die haben sich nicht gefreut, weil ich habe schon erzählt, meine Eltern sind eher so auf der sehr, wie soll ich sagen, bescheiden, religiösen, vorsichtigen Welle immer gewesen. Sie leben noch, ich bin sehr glücklich darüber. Die haben jetzt, glaube ich, 60 Jahre Ehe gefeiert. Also die waren nicht erfreut darüber, sondern hatten Angst, dass ich in dieses schlechte Milieu des Fernsehens abkippen könnte mit 14 und haben ihm gesagt, ja, einmal darfst du das, aber nicht noch einmal. Und dann wurde ich zu Joki Kirschner eben Bodyguard-mäßig begleitet und die haben fürchterliche Angst gehabt und beim Heurigen, also nach dieser Sendungsaufzeichnung, es ging um das schwerwiegende, drastische Thema, warum Jugendliche in der Straßenbahn den älteren Leuten Platz machen müssen, obwohl wir so schwere Schultaschen haben, das war das Thema, mit dem ich dann erstmals an die Öffentlichkeit ging und da war es dann so, dass man meine Mutter auf dem Video, hat mir übrigens die Vera Rusform, die ich dann späterhin kennenlernte und mich angefreundet habe mit ihr, ist jetzt 5, 6 Jahre her, die hat mir dann zum Geburtstag dieses Video, da habe ich es erstmal selber gesehen, diese alte Aufzeichnung aus dem Archiv geschenkt und da sieht man dann, also mir wurde immer gesagt, meine Mutter sei so dagesessen und hätte sich geschämt, ja, weil ich konnte es ja damals nicht sehen, gab es anscheinend, haben wir keinen Videorekorder gehabt, jedenfalls saß meine Mutter total stolz da und hat eigentlich ganz nett in die Kamera geblickt, im Publikum sitzend. Und ich fand meine Performance auch nicht so schlecht. Aber hinten nach hat sie mir gesagt, viel zu schnell geredet und es war alles nichts und noch einmal machst du das nicht. Ne? Und zum Heurigen gemahnt mit. Und dann war ich im vom ORF bezahlten Hotelzimmer mit ihr und habe mich geschämt eigentlich. Also das war für eine 14-Jährige eher nicht so ein Schlüsselerlebnis zum Fernsehdurchbruch. Mhm. Deswegen Philosophin geworden. Jetzt wissen Sie es. Ja, es gibt einen ganz einen gewissen Grund, warum ich dich zu diesen Jugendjahren frage, weil wir im österreichischen Journalistenclub installieren eine Jugendakademie, weil wir die Medienkompetenz schon sehr früh schulen wollen, also Kindern schon, und da natürlich auch ein bisschen die Philosophie rein darf. Und wenn wir da jemanden haben wie dich, der auch gewissermaßen ein Vorbild sein darf, das ist schon eine interessante Geschichte. Nächstes Stichwort, Lyrik und Hörspiel. Da beginnt natürlich die Kunst des Schreibens, des Verfassens, vielleicht auch schon des Journalisten. Was war da dein erster Zugang zu dieser Thematik? Also ich habe mit 10 Jahren eben im akademischen Gymnasium auch wieder inspiriert durch Alfred Kollerich und durch meinen Bruder, der auch sowas machte, handschriftlich eine Zeitung gemacht und die habe ich dann um 10 Schilling verkauft. Und dann kam der Klaus Edlinger, das war nämlich der Vater eines Schulkollegen, und hat mich ins Radio Steiermark geholt. Mhm. Und da musste ich dann in der Radiosendung von meiner Mutter aus sagen, dass das nicht meine Idee war mit der Zeitung, sondern eben meines Bruders Idee und so. Und hast ja. du ihm die 10 Schilling gegeben dann? Nein, ich habe sie in der Schulklasse eben verkauft. Okay. Ne? Und die Lehrer haben es dann gekauft. Und ja, genau. Und so habe ich zu schreiben begonnen. Und zuerst habe ich nur geschrieben, man sollte, also MW, Monika Vogrolli Tierzeitschrift hieß es. Und da habe ich dazu aufgerufen, nicht auf die Jagd zu gehen und den Elefanten die Zähne einfach abzuschneiden, anstatt sie zu erschießen. Also es waren super Ideen, die ich da unterbreitet habe. Mhm. Also alles so auf den Tierschutz ausgerichtet. Und dann habe ich eben handschriftlich meine ersten Teddybärengeschichten geschrieben, die der Alfred Kollerich dann durchgelesen hatte und noch nicht veröffentlicht. Und dann habe ich eben Heinz Hartwig, sagt sicher manchen noch etwas, der war auch im ORF Landesstudio Steiermark, der Literaturchef lange Jahre, ist leider schon verstorben, der war auch ein Schüler an meiner Schule und hat mich dann in Steiermark, wie hat das geheißen, Lyrik am Sonntag oder irgendwie in Radio Steiermark war das. Und da wurden dann eben von Gerhard Balluch und anderen Schauspielern von mir mit 16, 17 Jahren geschriebene Hörspiele schon verlesen. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen und hat mir einen großen Auftrieb gegeben. Ein Titel da drinnen hat mich beschäftigt, Sturzflug ins Schwebende. Ja.
Was ist denn das bitte? Was darf man sich darunter vorstellen? Da war ich 16, 17, als ich das schrieb. Das war Kurzprosa, hat auch von Philosophen gehandelt übrigens. Einer davon war eben Alfred Kollerich, der nicht nur mein Deutsch-, sondern auch mein Philosophielehrer kurze Zeit zumindest war. Und herausgegeben wurde dieser Kurzprosa-Band, eine Reihe war das von Emil Breisach, dem damaligen ORF-Intendanten Landesstudio Steiermark. Und so wurde das eben verlegt. Ich glaube, ich war da gerade 19 oder 20, war meine erste literarische Publikation. Mhm. Und genau, Sturzflug ins Schwebende hat sozusagen ja ein bisschen auch mein Psychogramm damals oder mein Empfinden, meine Gefühlslandschaft wiedergegeben. Nämlich einerseits zu fliegen und andererseits abzustürzen, wie es in diesem Alter ja manchmal auch typisch ist. Und ich habe halt einfach die ganze Zeit damit verbracht, meine sehr schnell entleerte Selbstwertbatterie sozusagen aufzuladen und habe da teilweise, nachdem ich ja aus gutem, sehr christlichen Haus kam, auch Federn gelassen, jetzt im Sinne des literarischen Milieus, Wolfgang Bauer und so weiter, Bodo Kirchhoff, Menschen, die beim Steirischen Herbst waren und wo ich 16, 17-Jährige, denen teilweise nicht gewachsen war und vor allem dem Alkoholpegel, der damals so normal war. Also da habe ich durchaus, da habe ich auch noch Ernst Jandl kennengelernt, Gerd Jonke und eben nicht nur oberflächlich kennengelernt, sondern wirklich näher und besser und war auch mit Franz Innerhofer, der sich ja leider irgendwann das Leben genommen hat und ja auch ein ganz großer Literat Österreichs ist. Mit dem war ich sogar in einer Freundesrunde in Oviedo, in seiner Zweitheimat. Also ich habe da schon auch teilweise als sehr junger Mensch auch das Drama der Menschheit anhand mancher, nicht aller, aber mancher dieser genannten Personen kennengelernt. Das Thema Abstürzen. Und jetzt kommen wir auch zum Vertrauen schon als Erster. Du gestattest mir jetzt eine sehr persönliche Frage. Du bist Mama. Ja. Du bist Ehefrau und dein Mann ist in der Nacht im Schlaf an einem Herztod gestorben. Mein erster Mann, ja. Wie ist es da? Philosophiert man da über das Leben intensiver? Verliert man da bereits das Vertrauen in das Leben? Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr tiefgehende Frage, auf die ich jetzt nicht vorbereitet bin, aber auf die ich eingehen werde. Es ist eine sehr, sehr gute, sehr weise Frage. Du bist ein Philosoph. Danke. Aber auch eine schwierige Frage natürlich, weil es war tatsächlich so, dass im Jahr 1992 mein Ehemann, er war künstlerischer Fotograf und hat bei der Urania in Graz so einen Job gehabt, weil er nicht unterrichten wollte. Er hat Deutsch und Geschichte studiert gehabt, Lehramt. Und wir haben zusammen, ich Literatur und er Fotos ausgestellt und waren halt so ein kongeniales, aber auch irgendwie sehr düsteres Pärchen damals gewesen. Wir haben diese philosophischen Fragen rauf und runter, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Tod, die ganze Zeit diskutiert. Jedenfalls ist er da eines Morgens, eine Woche nach seinem Geburtstag, neben mir nicht mehr aufgewacht. Und ich habe ihn versucht zu wecken. Und das war ein Schlüsselerlebnis, zweifelsohne, und ich hatte dann mein Philosophiestudium als Spätberufene, weil ich ja zuerst nur Literatin gewesen war. Das hatte ich gerade mit 25 begonnen und habe das dann tatsächlich in Richtung, dank des Peter Strasser, eines Rechtsphilosophen in Graz, den man ja auch gut kennt durch seine Bücher, durch ihn als Mentor, sage ich jetzt mal, als Geistigen, habe ich dann mein Philosophiestudium in Richtung praktische, angewandte Philosophie deswegen auch betrieben, wegen dieser Frage des Vertrauens. Natürlich habe ich mein Vertrauen kurzfristig ins Leben absolut verloren gehabt, nach diesem Schock, weil er war 33 Jahre alt und hatte keine Vorerkrankungen. Und zumindest keine vorab Bekannten. Und dann hat mir sehr, sehr geholfen, auch bei der Trauerbewältigung und Verarbeitung, dem Ganzen Sinn zu geben, wiewohl es natürlich sinnlos bleibt, wenn ein junger Mensch stirbt. Aber ich bin dann auf Intensivstationen im Laufe meines Studiums, angeleitet durch Peter Strasser, der mein Projektleiter eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes des FWF war, und bin auf geriatrische Langzeitstationen, bin überall dorthin gegangen als Ethikerin dann, als Forschungsassistentin,
wo eben der Tod anzufinden war und das Sterben und schwere Krankheiten, um mich wahrscheinlich instinktiv dem zu stellen, auch auf Transplantstationen war ich. Also überall dort, ein Buch ist dann daraus entstanden, das im Styria Verlag vom Michael Fleischacker und von Peter Strasser herausgegeben wurde. Abbilder Gottes sollte heißen, dass alle Menschen, egal was sie können oder nicht können, ob sie noch Fähigkeiten haben, noch Pläne machen können, ob sie kognitiv eingeschränkt sind oder nicht, ob sie sich bewegen können oder nicht, Menschen sind. Und da natürlich wieder, obwohl der Titel, der war von Peter Strasser, nicht von mir, aber auch wieder so ein Bekenntnis zu meiner natürlich religiösen Sozialisation und Erziehung. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Du bist sehr medienpräsent, ORF Radio Wien, Radio Krone Hit, Barbara Karlich Show, wo du Expertin bist. Du bist Europas erste Klinikphilosophin. Und in der aktuellen Ausgabe von News schreibst du über ein Thema, und da würde ich dich bitten, das vielleicht in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, über die Philosophie der Nähe und Switching. Was bitte können wir uns unter Switching vorstellen? Ja, da müssen wir jetzt wirklich switchen, weil das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, das geht nicht zu schnell für Sie alle, weil wir springen jetzt wirklich von einem Bereich zum anderen, was ich wie Inselhüpfen empfinde und deswegen sehr bereichernd für mich, immer neue Eindrücke. Das Switching bedeutet, kurze Werbeeinschaltung, im Hotel Hochschober kann man, das ist die Premiere in einem Hotel, wo ich diese Switching-Methode weitergeben werde an die Gäste, da kann man, ich glaube, 5. bis 10. September diesen Jahres, irgendwann im September, ist auf der Website vom Hotel Hochschober zu sehen. Und in anderen Hotels werde ich das auch noch anbieten. Da kann man das quasi vielleicht noch nicht erlernen, aber kennenlernen. Und in Sri Lanka mache ich übrigens sowas auch im November, wo eben sozusagen die philosophische Weisheit anderer Kulturen auch einfließt. Aber in erster Linie tatsächlich dieses Projekt, Europas erste Klinikphilosophin, das war ein Projekt und da habe ich in Vorbereitung dieses Projekts, ich muss jetzt kurz ausholen, in Berlin den wirklich allerersten Klinikphilosophen und auch vielen bekannten Glücksphilosophen, sogenannten Glücksphilosophen, Wilhelm Schmidt, der im Suhrkamp Verlag die ganzen Glücksbücher, Glück zum Beispiel heißt eins seiner Bücher, getroffen. Der schreibt seine Bücher alle im Café Graffiti, plaudere ich jetzt mal aus, in Berlin am Kudamm. Und der hat mir halt erzählt, wie das geht, eine Klinikphilosophin zu sein und was man da machen muss, kann, darf. Also er als Philosoph. Er hat in der Klinik Affoltern bei Zürich das erste Mal gemacht, dass da ein Philosoph quasi wie ein Seelsorger ans Krankenbett tritt und mit den Menschen in der Krise als einer Zeit des Umbruchs und der Veränderung, frei nach Viktor von Weizsäcker, dem medizinischen Anthropologen, ist die Krise etwas äußerst Wichtiges im Leben und etwas äußerst Wachstumförderndes, Persönlichkeitswachstumförderndes, genau, und da haben wir uns unterhalten. Und ich habe dann eben an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie in Graz unter dem Projektleiter Walter Bieringer die Erkenntnismethoden kennengelernt, eigentlich aus der medizinischen Anthropologie, und war dann zuerst sehr verwirrt, muss ich zugeben, das ist oft so, wenn man mit einem Philosophen, einer Philosophin spricht, und Bieringer war auch ein Philosoph, obwohl er Mediziner war, aber das schließt sich ja nicht aus, um Gottes Willen, im Gegenteil. Der hat mir das voller Begeisterung dargelegt und ich war zuerst eben verwirrt, sehr lang verwirrt und eigentlich nicht so überzeugt davon. Und letztendlich haben wir es dann aber den Medizinstudierenden weitergegeben und ich bin mit den Medizinstudierenden ans Krankenbett gegangen, habe die verschiedenen Erkenntnismethoden ausgetestet und dann geschaut, welches Menschenbild und welche Beziehung entsteht dann zum Patienten, zur Patientin oder auch zum Arzt, zur Ärztin, zu wem auch immer, ja. Und das war hochspannend und das ist sozusagen die Grundlage dessen, was jetzt meine sogenannte salopp formuliert und natürlich adaptiert für ein größeres Publikum als nur Medizinstudierende, eine größere Zielgruppe, was ich jetzt Switching-Methode nenne. Gut, Stichwort Switchen. Wir switchen jetzt in den zweiten Block. Also wir sind übrigens kürzer. Auf der dialogischen Ebene. Alles klar. Ja. Wieder etwas gelernt. Sie sehen, im ÖOC lernt man immer dazu.
Bevor wir zum Fokus kommen, was uns Journalisten und den Vertrauen zu Medien dann betrifft, wollen wir ein bisschen gemeinsam die Philosophie aus dem Elfenbeinturm rauskitzeln. Und meine Frage, wie funktioniert denn jetzt angewandte Philosophie? Ich höre immer in der U-Bahn, du kommst ja, bist ja auch Gründungsmitglied der Gesellschaft für angewandte Philosophie, abgekürzt GAP. Und immer wenn ich U-Bahn fahre, höre ich Mind the Gap. Aber das ist natürlich nicht die Gesellschaft für Angewandte. Also deswegen bitte ich jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war wirklich spooky, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht einmal, war es im Coop oder im Brückel? Irgendwo war es. Ich habe da Amnesie diesbezüglich, tut mir leid. Aber ich stehe dazu, dass ich nicht alles weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat ja auch ein großer Philosoph gesagt, wie wir wissen. Genau, wir haben uns zusammengeschlossen auf Initiative, wenn ich mich recht erinnere, von Eugen Maria Schulag, der unser erster Obmann war in der Gesellschaft für angewandte Philosophie. Ein sehr, sehr engagierter Philosoph und meines Wissens der Pionier der angewandten Philosophie im Sinne der Unternehmensphilosophie oder Beratung. Er war Philosoph damals schon bei einer großen Firma, Berater, als Berater tätig und das laufend und hat uns anderen eigentlich Mut gemacht. Peter Strasser, den ich schon erwähnt habe, vom Institut für Rechtsphilosophie in Graz, hat mir auch Mut gemacht, hat gesagt, wenn du fertig bist mit dem Studium, sperr eine philosophische Praxis auf, weil in Graz gibt es das noch nicht wirklich. Es gab schon Kinderphilosophie, aber es gab jetzt noch nicht so für Erwachsene so richtig, richtig eine philosophische Praxis. Noch nicht wirklich. Und Frieder Hütter, der mich aus meiner Kulturzeit oder Literaturzeit kannte, von der kleinen Zeitung, hat es dann über zwei Seiten kundgetan, dass es da jetzt eine philosophische Praxis gibt. Die hat super floriert, gleich von Anfang an. Das war unglaublich. Und ja, letztendlich habe ich jetzt den Faden verloren. Das kann man philosophisch ganz fein wieder ausgleichen. Gesellschaft für angewandte Philosophie, ich weiß schon, genau. Ganz genau. Ja, wir haben uns 2005 dann zusammengesetzt, ganz unterschiedliche Menschen, ganz eine heterogene kleine Gruppe, Handvoll Leute und haben das in Vereinsform aus der Taufe gehoben. Dann war die Frage, wie nennen wir es, denn es gibt ja die internationale Gesellschaft für philosophische Praxis, die der Urvater der philosophischen Praxis, Gerd Achenbach, ein Psychologe vom Grundberuf her, in Deutschland gegründet hat. Und wir wollten uns natürlich von der Begrifflichkeit her unterscheiden und haben dann, das war übrigens auch mein Beitrag, weil ich eine bin, war auch einmal Werbetexterin, ich glaube, das ist so meins, die Sprache. Da durfte ich auch einen Beitrag leisten, dass es dann Gesellschaft für angewandte Philosophie geheißen hat. Und unser jetziger Obmann ist der Leo Hemmetsberger. Und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Angebote, nämlich die angewandte Philosophie hat philosophische Cafés. Die gibt es seit den frühen 90er Jahren. In Frankreich hat das angefangen. Marc Sauté hat die ersten philosophischen Cafés gegründet und hat einfach wie früher in der Antike auf dem Marktplatz dazu eingeladen, über Dinge nachzudenken, gemeinsam zu sprechen. Ich habe das auch in Graz gemacht und habe da eben dann immer Gäste eingeladen, wie den Reinhard Haller oder den Michael Lehofer, der ja auch publiziert und eigentlich überwiegend wieder diesen Spagat zwischen Psychotherapie und Philosophie machend, überwiegend Philosophen, die zugleich Mediziner, Psychiater sind, fällt mir gerade auf. Peter Kampitz, der lang Dekan an der Philosophie in Wien war, war auch einer meiner Gäste im philosophischen Café. Und dann gibt es eben auch noch Projekte wie die Klinikphilosophie, weil in erster Linie ist es die Beratung in der Praxis. Gut, Kaffee haben wir hier nicht, wir haben philosophisches Wasser und ich glaube, der Thales von Milet war ja einer, der über Wasser philosophiert hat. Und deswegen jetzt gleich meine Anschlussfrage. Es geht um kritisches Austauschen und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass zu dir keine kranken Menschen kommen, sondern dass zu dir Leute kommen, die ihr Lebensbild überdenken wollen. Wenn ich jetzt als John Herzog zu dir komme als Journalist und sage, liebe Monika Vogrolli, was kann ich in meinem Berufsbild ändern? Wo kann ich hin mit meinem Unternehmen? Wie würdest du da vorgehen? Wie kann man sich an einem praktischen Beispiel deine Arbeit hier plastisch darstellen? Mhm. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, weil was ich noch hinzufügen will, es gibt in Wien an der Universität eben eine Kooperation mit der Gesellschaft für angewandte Philosophie und da gibt es schon seit, ich glaube, 7, 8 Jahren einen Postgraduate-Lehrgang, wo man sich zum philosophischen Praktiker, zur philosophischen Praktikerin
ausbilden lassen kann. Konrad Paul Lissmann, dass ich den schönen Namen rauskriege von ihm, war der Leiter dieses Lehrgangs. Und jetzt ist es Donata Romizzi, italienischer Name, schwer für mich. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, sich da ausbilden zu lassen, wenn man sich für die praktische, die angewandte, die gelebte Philosophie interessiert. Mein Part in diesem Lehrgang war originär, den Unterschied zwischen einer philosophischen Beratung und, nachdem ich auch Psychotherapeutin bin, einer Psychotherapiesitzung zu definieren, war ganz, ganz schwierig, weil wenn Sie sich phänomenologisch, eine weitere Erkenntnisebene, die ich vorhin schuldig geblieben bin, wenn man sich einfach phänomenologisch anschaut, sieht man da einfach zwei Leute miteinander reden, John Herzog, Monika Vogrolli, wir sitzen gemütlich und reden. Und ob das jetzt Psychotherapie oder Philosophie oder praktische Philosophie heißt, weiß keiner. Ja? Wir sollten es merken. Mhm. So wie du schon gesagt hast eingangs, ist es so, wenn jemand zu mir in Psychotherapie kommt, ist in aller Regel manchmal auch die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. Da muss kein Leidensdruck und keine Krankheitswertigkeit da sein. Aber meist ist es doch so, dass jemand, vor allem wenn er mit Krankenschein kommt oder auf Überweisung, eine Krankheit bei sich selber festgestellt hat oder bei ihm festgestellt wurde. Zum Philosophen, zur Philosophin geht man einfach nur, wenn man reden möchte, mit jemandem, der möglichst vorurteilsfrei, neutral, phänomenologisch, sage ich da immer, mein Lieblingswort, merken Sie sicher, an die Sachen rangeht. Und die Phänomenologie ist ja eigentlich die Lehre vom Staunen, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Wir Philosophinnen und Philosophen haben uns dieses kindliche Staunen, dieses innere Kind total erhalten, Dinge einfach so wahrzunehmen, ohne sie bewerten zu müssen. Und das wäre sozusagen der erste Schritt, dass ich versuche, dir, wenn du zu mir kommst, entsprechend nicht jetzt löchernde Fragen zu stellen, weil dann kommst du wahrscheinlich kein zweites Mal, aber einfach Fragen zu stellen, beziehungsweise nennt man das auch in Anlehnung an den Sokrates, der Sohn einer Hebamme gewesen sein soll, die Mäeutik, die Kunst der Hebamme, dass man durch die entsprechenden Fragen die Antworten, die der Gast, so heißt der Mensch, der in die philosophische Praxis kommt, mitbringt, aber noch nicht bewusst hat, greifen kann und explizit machen kann. Also die Aufgabe ist eigentlich nur wieder, wie beim Bergguide, gehen muss derjenige selber, man nimmt ihn auch nicht Huckepack, aber man sagt vielleicht ein bisschen langsamer oder schauen wir mal zurück oder schauen wir voraus oder keine Ahnung, gehen wir den Weg oder den Weg, was passt für dich besser. Diese Wege gibt es, ich kenne mich da schon aus, ich bin da schon gegangen. So, ne? Da möchte ich noch kurz was einfügen, weil ich immer Bergguide sage. Ja? Ich habe auch in der Arbeitsgemeinschaft für Alpin- und Höhenmedizin mitgewirkt und habe lange Jahre auch ein eigenes Magazin, das hat Living Culture geheißen und gibt es noch online, herausgegeben. Und berufsdessen, das war ein Hochglanzmagazin dann am Schluss mit 50.000 Auflagen in Graz, und da habe ich den Reinhold Messner einmal als Titelhelden kennengelernt. Und was ich so toll an ihm fand, er ist ein gelernter Lehrer, wie wir vielleicht alle wissen. Was ich so interessant an diesem zweistündigen Gespräch mit Reinhold Messner am Rittisberg, was ich da so besonders spannend fand, war, egal was ich den Reinhold Messner, fast wie in einer philosophischen Praxis nämlich, was ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, so kann man das nicht fragen. Man muss das so fragen. Mhm. Spannend. Gut. Also da ging es eigentlich nur um die Fragen, ja? Weil die Antworten, die er ohnehin schon hunderte Male gegeben hat, die habe ich nicht hören wollen und habe deswegen andere Fragen gestellt. Und ja, und das war dann einfach ein interessantes Ping-Pong, immerhin zwei Stunden lang, der Umformulierung von Fragen, bis sie gepasst haben. Und dann gab es auch Antworten. Ich kann dir versichern, ich formuliere jetzt nichts um, sondern gehe jetzt nahtlos in Block 3 über, das für uns interessante Thema um die Medienwelt. Und wir im ÖJC sind stolz darauf, dass erstmals die Welt der Medien auf den philosophischen Kosmos, wie du so schön schreibst, trifft. Und jetzt gleich die Frage der Fragen des heutigen Abends. Wo ist das Vertrauen in die Medien hingekommen? Wo ist das? Wo findet man das? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur, wo ist das Vertrauen in die Medien hingekommen, wobei das natürlich hier der Fokus sein darf, sondern wo ist überhaupt das Vertrauen hingekommen? Weil ich beobachte es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, die vielen unterschiedlichen neuen Beziehungsformen und Arten, die es gibt, oder dass zum Beispiel auch ein Fokus von mir ist ja auch Sexualtherapie, Sexualität lieber konsumiert wird als eingebettet in eine Beziehung. Ich sage jetzt nicht, dass es immer so ist, aber tendenziell der Trend
nimmt dahingehend zu, dass man eher konsumiert, anstatt sich wirklich zu binden und in Abhängigkeit zu begeben. Also das Vertrauen ist auch in Partnerschaften überholungsbedürftig, revisionsbedürftig. Deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen. Denn genau das ist das Tool, um hier gegenzusteuern, indem wir wirklich uns fragen, was wir benötigen, um Vertrauen zu schenken. Und es ist auch für mich immer das größte Geschenk, wenn eine fremde Person in meine Praxis, egal ob philosophische oder psychotherapeutische Praxis, kommt und mir diesen Vertrauensvorschuss gibt aufgrund meiner Rolle, meiner beruflichen Rolle. Und das ist sozusagen auch die Antwort auf die nicht gestellte Frage, warum ich mir diesen Beruf eigentlich ausgesucht habe, weil das in einer Zeit des Vertrauensrückgangs ein Privileg ist, ein Luxus ist und wahnsinnig gut tut. Und ich sehe auch in meinen eigenen privaten Beziehungen und, weiß ich nicht, sozialen Kontakten einen Rückgang des Vertrauens. Es wird vor allem in den sozialen Medien überempfindlich, überreagiert sehr häufig, weil vieles ja einfach schon negativ konnotiert ist. Und das alles, ohne das jetzt weiter beschreiben zu wollen, weil das wissen wir eh, wovon ich spreche, hat natürlich auch mit einer großen Verunsicherung und Angst zu tun. Weil wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, ob mir der Arzt, die Ärztin die Wahrheit sagt, ob mir, weiß ich nicht, der Gastronom, die Gastronomin, die Friseurin die Wahrheit sagt oder ob es wirklich nur mehr darum geht, jemanden zu instrumentalisieren und den höchsten Gewinn oder größtmöglichen Erfolg zu landen, dann heißt es einfach, dass der Narzissmus wirklich fast so eine, ich sage jetzt nicht der gesunde Narzissmus, den wir alle ja benötigen, sondern der maligne Narzissmus wirklich in Mode kommt langsam und dass der überhaupt nicht mehr auf einer symmetrischen Subjekt-Subjekt-Ebene, so würde man in der Philosophiesprache sagen, agiert wird, sondern tatsächlich auf einer Subjekt-Objekt-Ebene, wo der andere aber oft gar nicht merkt, dass er Objekt wird und als Subjekt gar nicht mehr wahrgenommen wird und auch nicht mehr interessant ist. Lass mich bitte nochmal einhaken, genau in dieses Vertrauen in die Medienwelt. Ja, natürlich wissen wir, die Themenvielfalt ist da groß und Lebensmittel, ob da das Richtige dringend ist und in die Politik, überall merkt man einen Vertrauensschwund. Bei den Medien, wenn Journalisten da jetzt berichten, da gibt es schon die Faktenchecker und die Faktenchecker der Faktenchecker und es gibt die Fake News und alles Mögliche. Es scheint so zu sein, dass es sich um ein manipulatives Informationsnetzwerk handelt. Gibt es Möglichkeiten, aus dieser Spirale wieder rauszukommen, gerade für Journalisten? Wenn Journalisten, nehmen wir dieses Magazin jetzt her, da dringend schreiben, darf man dem vertrauen? Sind wir in Österreich noch so gepolt, dass man trotzdem sagen kann, wir in Österreich haben Medien, wir haben Journalisten, wir haben Kollegen und Kolleginnen, denen man vertrauen kann? Gibt es das? Es ist fast ein bisschen vergleichbar, diesem Rückgang der Religiosität. Früher war es ja so, dass die Werte sehr stark von der Kirche vorgegeben wurden. Jetzt ist es so, dass man sich seine persönliche Religion zusammen designen kann. Und ähnlich ist es mit dem Verhalten, dem neuen Verhalten der Rezipientinnen und Rezipienten von News zum Beispiel. Man sagt, okay, ich schaue auf Facebook oder ich schaue auf Instagram oder ich schaue auf Twitter, weil dort kommt es aus erster Hand oder irgend so wie, ne? Oder mein, was weiß ich, mein Arbeitskollege macht das auch und da steht, was wirklich ist und ist nicht manipulativ und so weiter. Gleichzeitig gibt es da auf YouTube diese Clickbaits und so weiter, wo eben Sensationsnachrichten wirklich mit psychologischem Kalkül formuliert werden, um möglichst viele, auch bei Fake News, einfach viele Klicks zu akquirieren und dadurch auch mit Werbung viel einzunehmen. Das ist diese Instrumentalisierung und dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis, das ich gemeint habe. Die traditionellen, wobei traditionell nicht per se gut ist, aber die etablierten, vertrauten Medien, vor allem die Printmedien, haben da schon eine andere Ebene der Kommunikation etabliert und wichtig ist halt, dass man da nicht nur Vertrauen schenken kann, sondern dass da auch verantwortlich umgegangen wird. Also das magische Schlüsselwort ist für mich die Verantwortung. Wenn die Verantwortung zurückgeht für das Gesamte, für das
für die Sozietät, dann wird es natürlich sehr, sehr kritisch und gefährlich. Ich habe das auch gelesen, da bei der Vorbereitung, ist die Apokalypse des Vertrauens in die Medien jetzt schon da? Droht ein Ende, ein komplettes Ende, oder gibt es doch Signale, wo man sagt, ja, das geht vorbei, das ist jetzt eine momentane Erscheinung und irgendwann geht es wieder bergauf? Gibt es diese Entwicklung? Also ich bin jetzt keine fatalistische Denkerin, ich bin eher optimistisch und glaube, dass es wirklich darum geht, dieses Vertrauen zu den zum Beispiel Leserinnen und Lesern sich jeden Tag neu zu verdienen und sich nicht auszuruhen und zurückzulehnen. Aber wichtig ist, in Dialog zu sein. Die Medien, auch die wirklich traditionellen, beinahe hätte ich gesagt, alteingesessenen Medien, werden ja auch immer interaktiver und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sitzen ja wir jetzt auch hier und führen Dialog auch mit Menschen sozusagen, die gar nicht im Raum sind, weil man sich öffnen will, weil man Möglichkeiten geben will, Kommentare dann unter das Video zu setzen, einfach ein breites Forum zu schaffen, wie wieder auf dem griechischen Marktplatz der Antike, und Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit möglich zu machen. Und nur wenn man miteinander offen reden kann, in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, dann ist auch Transparenz und dann ist auch Verantwortung spürbar und möglich. Mhm. Ich habe auch entnommen, dass man am besten nachts philosophiert. Betrifft das auch, kann das auch Journalisten betreffen, wenn sie über einen Artikel oder über einen Report nachdenken in der Nacht und dann das hinausgeben? Oder ist es für die Allgemeinheit gedacht, zu philosophieren? Also ich würde sagen, sollte man schon abhängig machen davon, ob man jetzt wirklich ein Nachtmensch ist oder nicht. Also okay, jemand, der früh morgens am besten drauf ist und einfach am meisten Energie hat, den kann man jetzt nicht zum Nachtmenschen machen. Aber oft ist es eben so, dass ich doch die Empfehlung gebe, nach getanem Tagwerk in eine philosophische Gesprächssituation hineinzugehen oder auch in eine Psychotherapie. Und viele meiner Klientinnen haben mich auch deswegen gewählt, weil ich nachts Sitzungen anbiete, oft über Zoom, muss ich gestehen. Ich habe auch Klientinnen, die Österreicherinnen sind, Österreicher oder auch andere deutschsprachige Menschen, die halt in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent leben, und da ist es dann bei denen früh morgens, bei mir nachts oder so irgendwie. Das gibt's auch, aber es gibt auch wirklich Leute, die das mögen, erst ab 22 oder 23 Uhr in ein Gespräch hineinzugehen, und da ist natürlich eine andere Grundstimmung da, als wenn man jetzt weiß, okay, nachher habe ich noch diesen und jenen Termin und muss noch das und das erledigen. Man ist dann schon eher in einer Trance, die durchaus offener macht und ja, mehr Vertrauen schafft und Vertrautheit möglich macht. Das liefert mir gleich die Steilvorlage für eine interessante Frage, so wie ich meine. In einer Veranstaltung im österreichischen Parlament wurde die Frage gestellt, ob die Social Media unsere Demokratie und auch den Journalismus gefährden. Und die Antwort war ganz eindeutig von einer Forschungsgruppe der Akademie der Wissenschaften mit: Ja, das tun sie. Und als Schlüssel oder als Lösungsansatz wurde eben postuliert, dass die Medienkompetenz zu stärken ist, bereits in sehr zartem Alter, also in der Jugend beginnend. Wie siehst du das bei Kindern, bei Jugendlichen? Philosophieren die oder chatten die oder tratschen die oder tauschen sich die? Jetzt komme ich wieder eingangs zu der Frage zurück, schon aus. Gibt es da die Chance, Kindern auch die wertvollen Seiten der Philosophie da näher zu bringen? Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade mit Kindern zu philosophieren, weil Kinder ja noch diese phänomenologische Grundhaltung, dieses Staunen an sich leben und haben. Erwachsene muss man erst wieder dahin führen, sich das zu erlauben. Oft, die können das zunächst gar nicht mehr, weil sie sich irgendwie dabei komisch vorkommen oder eben in diesem Denken gefangen sind, sofort Antworten haben zu müssen. Und das kann man gerade mit Kindern sehr gut, und deswegen finde ich, muss und soll und darf die Philosophie ganz, ganz früh ansetzen, sobald ein Mensch sprechen kann. Weil diese Fragen, diese Warum-Fragen sind ja bekanntlich im frühen Kindesalter am
dramatischsten vorhanden, teilweise sogar nervig für manche Elternteile. Dabei ist das die schönste Zeit, um überhaupt ins Philosophieren hineinzukommen und den Menschen Mut zu machen zum späterhin auch kritischen Denken und kritischen Hinterfragen von allem, was ist und allem, was da auf Social Media kursiert. Also wir sollen nicht zum Müllschluckern dieser teilweise Fake oder auch nicht Fake News werden, sondern wir sollen wirklich das alles sozusagen einfach screenen und dann im Dialog mit anderen, denen wir vertrauen, sichten und eine Selektion vornehmen von dem, was uns gut tut an Nachrichten und dem, was uns eigentlich nur in Angst und Schrecken versetzt, in eine Schockstarre. Das ist ja oft sehr, sehr manipulativ und da möchte ich kurz einen Sprung zu Sigmund Freud machen, dessen Religionskritik war ja auch darauf fußend, dass er die Religion, das hat mir natürlich sehr weh getan, aber als ich das gelesen habe und das hat zu meiner Doktorarbeit gehört, dieser Passus, die Religionskritik von Sigmund Freud, er hat gesagt, die Religion arbeitet eben mit Angst und ist eine kollektive Zwangsneurose, wo alle sozusagen ihre Angst beruhigen können, indem man gemeinsam Gebetsformeln spricht und gewisse kirchliche Rituale pflegt. Also es geht immer um die Angst und ich bin jetzt nicht Freuds Meinung, dass die Religion wirklich nur Menschen instrumentalisiert und so weiter und so fort, aber die sozialen Medien gehen in diese Richtung, deswegen habe ich jetzt Freud versucht, sinngemäß zu zitieren, dass wirklich mit Angst und Panik sehr viel zerstört wird an Mut zu hinterfragen, kritisch zu sein, überhaupt den Mund aufzumachen, weil man heutzutage schon Angst haben muss, sage ich ein falsches Wort, vergesse ich zu gendern oder sonst irgendwas, kriege ich einen Shitstorm und bin vielleicht von jetzt auf gleich für immer unten durch und kann gar nicht mehr arbeiten oder was auch immer. Also sich zu zeigen, überhaupt ein offenes Wort zu sprechen, ist immer auch ein, nicht nur Müßiggang, sondern ein Risiko in Zeiten wie diesen, wo sehr viel auch durch Nachbearbeitung oder es wird was rausgeschnitten oder aus dem Zusammenhang genommen, ja, und dann eben als irgendeine reißerische Schlagzeile irgendwo aufgetan. Da wird sehr, sehr viel Vertrauen, sowohl der Gesellschaft in die Medien als auch der Medien in die Gesellschaft, weil wenn du jetzt als Journalistin was schreibst und das wird dir dann völlig verbogen und eben aus dem Kontext gerissen und du wirst dann in eine Ecke gestellt, also da leben wir schon in einer Zeit, wo man sehr, sehr vorsichtig und auch misstrauisch geworden ist und wichtig wäre es eben, ganz viel miteinander zu reden. Ich habe in den letzten 10 Minuten, glaube ich, mindestens 8 bis 10 Mal das Wort Vertrauen gehört. Kann man abschließend zu diesem Blog oder zusammenfassend sagen, dass es nicht nur uns Journalisten, sondern überhaupt allen Medienmachern wieder gelingen darf, an diesem Vertrauensaufbau zu arbeiten, intensiv zu arbeiten, um das auch wiederum in der breiten Öffentlichkeit, dieses Vertrauen herzustellen? Ist das quasi der Rahmen zu dieser ganzen Geschichte? Ja, das ist eigentlich der Auftrag, das ist die Mission. Meine ich doch. Und deswegen glaube ich auch, dass die Philosophie da sehr hilfreich sein kann. Es gibt ja die Nächte der Philosophie, die fangen jetzt morgen an und das ist ja sozusagen unsere Eröffnungsveranstaltung. Das kommt jetzt gleich. Ja. Entschuldige, dass ich vorgreife, aber da ist eben auch eine Möglichkeit, wirklich das auch wieder zu üben, zu trainieren, so bescheuert sich das anhört. Aber wir haben es teilweise verlernt und auch ich beiß mir manchmal, haben Sie vielleicht gemerkt, fast auf die Unterlippe oder auf die Zunge, weil ich mir denke, lehnst du dich da nicht schon wieder zu weit hinaus? Kann dir das nicht irgendwie Mund umgedreht werden? Jetzt nicht von dem Forum hier, aber who knows, ne? Das Internet und so weiter. Also wir leben schon in einer Zeit der Verunsicherung. Und deswegen glaube ich, gehört es auch wieder trainiert, miteinander zu reden und Fragen zu stellen und nicht immer Antworten haben zu müssen. Ja, das Wort trainieren heißt ja immer wieder tun und immer wieder wiederholen. Ja. Praktizieren. Ich habe heute ein sehr interessantes Telefonat geführt. Es gibt im Oktober heuer eine Veranstaltung in Wien, erstmals 3 Tage zur künstlichen Intelligenz auf allen Ebenen. Und ich habe mir gedacht, jetzt frage ich dich doch glatt, ob so etwas wie die AI oder die KI auch in die Philosophie Einzug halten kann. Kommt die künstliche Intelligenz auch in dieses menschliche Urbedürfnis des Miteinanderaustauschens rein? Gibt es da eine Chance? Also das erste Mal mit KI konfrontiert wurde ich als ein Klient von mir vor vielen, vielen Jahren schon, also als das begonnen hat. Also so viele Jahre waren es noch nicht, aber
trotzdem viele Jahre gemessen an dem, dass es jetzt erst so richtig publik wird, hat er mir gesagt, dass er sich verliebt hätte in eine künstliche Intelligenz. Oh mein Gott. Und mit der immer schreiben würde und so. Also es kann natürlich so ähnlich wie bei Cybersex oder sonstigen bis vor einiger Zeit unvorstellbaren Möglichkeiten zu einer Beziehung und Bindung kommen. Es hat ja auch Leute gegeben, die schlechtes Gewissen hatten, wenn sie ihr Tamagotchi nicht gefüttert haben. Also es ist, das klingt jetzt unfassbar, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja Emotionen entwickeln, wenn wir in Beziehung sind. Also dieses intentional auf jemand oder etwas gerichtet sein. Du kannst einen Goldfisch personifizieren und es ist für dich ein Drama, wie wenn ein Mensch gestorben wäre, wenn der stirbt, wenn du entsprechende Projektionen und Übertragungsphänomene auf diesen Goldfisch hast. Das ist zumindest das, wovon ich ausgehe. Ich glaube aber nicht, dass das menschliche Gespräch jemals, dieses zwischenmenschliche Gespräch, auch nicht die zwischenmenschliche Beziehung und die zwischenmenschliche Sexualität und alle Kommunikationsformen, die wir Menschen haben, da bin ich absolut der Überzeugung, dass das nicht ersetzbar ist. Aber konsumierbar ist das andere natürlich einfacher, ne? Weil ich erspare mir die Beziehung, die Bindung, die Abhängigkeit, ich brauche keine Verlustangst haben, etc. Ich darf jetzt verraten, dass all meine Tamagotchis wirklich kläglich verändert sind, weil ich mich nicht gekümmert habe drum. Aber du hast es schon beantwortet, wo die Philosophie hinsteuert, nämlich in dieses zwischenmenschliche Kommunizieren, das so wichtig ist. So, wir kommen zum letzten Block und ein bisschen den Ausblick. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Auftakt, den medialen, zu den Nächten der Philosophie machen, die heuer, glaube ich, zum 11. Mal stattfinden. Was genau ist das? Welche Locations sind da vorzufinden? Und in welchen Formaten gibt es diese Nächte der Philosophie? Die gibt es jetzt zum 11. Mal, wie gesagt, und das sind Abendveranstaltungen, teilweise in wirklichen Lokalen, in Kaffeehäusern, in irgendwelchen Kulturstätten, in Wien überwiegend, und ganz viele Philosophinnen und Philosophen aus der Gesellschaft für angewandte Philosophie werden da mit Ihnen gerne über verschiedenste Themen sprechen. Ich selber bin mit einem Livestream dabei am Samstag auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe bei anderen Nächten der Philosophie zum Beispiel auch mehr Gesprächspartner eingeladen. Diesmal habe ich keinen dabei, sondern spreche nur selber, und da kann man dann mitchatten, Fragen stellen. Bei mir geht es um den Klimawandel in Beziehungen, weil diesmal war das Thema Klimawandel irgendwie so ein bisschen vorgegeben. Die anderen Philosophinnen und Philosophen sprechen über ganz andere Dinge. Den Folder hast du ja in der Einladung mit dabei gehabt. Hast du jetzt noch ein paar Namen parat, weil sonst ist irgendwer beleidigt, wenn ich ihn sage oder nicht sage? Ich habe keine Namen parat, aber wie gesagt, wenn du etwas hier einfügen möchtest, bitte gerne. Die beginnen immer wirklich am Abend, sind Nachtveranstaltungen. Sind Abendveranstaltungen, darum heißt es Nächte der Philosophie. Und ich würde sie einfach einladen, dass sie www.gap, also Gesellschaft für angewandte Philosophie, .org.at. Da kann man bei Aktuelles alles genauestens einsehen und kann auch schauen, wo man da hingehen mag. Man kann da unangemeldet hingehen. Letzte Woche gab es ein philosophisches Speed-Dating in Wien und da waren eben auch ein paar Philosophinnen und Philosophen anwesend. Ich war da auch das erste Mal selber als Philosophin dabei. Da waren einfach Tische aufgestellt in einer Kulturstätte namens Das Dorf. Ich bin mit Navi hingefahren, fragst mich nicht, wo das war. Jedenfalls hat man da 2 Minuten mit den interessierten Gästen gesprochen. 1 Minute hat man erzählt, was man vorhat, in den Nächten der Philosophie zu erzählen. Und 1 Minute hat man dann Fragen beantwortet. Also es geht wirklich darum, ein offenes Gespräch mit Philosophinnen und mit Philosophen zu führen und auch verschiedene philosophische Stile kennenzulernen, weil die sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und je nach Mensch vor allem. Und da blitzt eben nicht nur das Menschliche durch, sondern ich glaube, Philosophie ist einfach gelebtes Menschsein. Ab wann spricht man von Philosophieren? Wenn ich mit Ihnen jetzt zum Beispiel über das Wetter spreche, wenn es draußen regnet, ist das schon ein philosophisches Gespräch? Der Herr in der ersten Reihe sagt schon nein. Was würden Sie sagen? Nichts, wo man mit Gedanken
Tatsache, wenn wir über das Wetter sprechen. Gut, und das soll jetzt gleich die Überleitung sein für den letzten Kurzblock. Gibt es Fragen? Ja, da haben wir schon. Bitte sehr. Ich würde gerne noch einmal auf die Subjekt-Objekt-Ebene zurückkommen. Sie haben gesagt, also wenn man einer Person vertraut, ist natürlich von Subjekt zu Subjekt. Wenn ich im Internet auf Social Media bin, ist das doch auch irgendwie Subjekt zu Subjekt. Das ist vielleicht nicht ganz so eindeutig. Wenn ich mit einem Medium mich beschäftige, dann ist ein Subjekt, das sich mit einem Objekt beschäftigt. Mhm. Ja? Sie haben gesagt, Vertrauen kann dann beginnen, wenn man miteinander redet. Jetzt ist es so, dass es im Internet sehr viel Subjekt-zu-Subjekt-Kommunikation gibt. Und kann es sein, oder glauben Sie nicht, dass es ein Widerspruch ist, festzustellen, man müsste mehr miteinander reden, weil im Internet wird so viel miteinander geredet, dass sogar ein Shitstorm herauskommen kann. Kann das sein, dass elektronische Medien diese Subjekt-Subjekt-Ebene vielleicht ein bisschen pervertiert hat? Eine sehr gute Formulierung, pervertiert hat, ja. Also zunächst einmal möchte ich das noch einmal ein bisschen präziser formulieren. Eine Subjekt-Objekt-Ebene habe ich zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir kommst und ich bin Ärztin und ich sage, okay, Ihre Blutwerte sind so und so, was macht man da jetzt? Und du sagst, du hast irgendwelche Schmerzen und du hast Angst vor der Operation und so. Und ich sage dann, okay, und das macht man dann so und so, Schwester. Und ja, okay, geht's Ihnen gut? Wiederschauen. Das wäre jetzt überzeichnet eine Subjekt-Objekt-Ebene. Ich lasse ihn als Subjekt nicht durchdringen. In den sozialen Medien ist es manchmal Pseudo-Subjekt-Subjekt, würde genau. ich sagen. Aber es ist eine Pseudo-Beziehung, habe ich in meinem Buch die Beziehungsformel auch so genannt. Das kann auch in einer Partnerschaft passieren, dass ich glaube, ich bin auf einer Subjekt-Subjekt-Ebene, auf einer symmetrischen Beziehungsebene, aber ich bin es gar nicht. Und dann hat es eben auch wieder damit zu tun, dass ich gar nicht merke, dass ich jemanden vertraue, dem ich nicht vertrauen kann. Weil in diesen Chats kann ich ja nicht wirklich 100% sicher sein, dass die Menschen sozusagen auf einer gleichwertigen Beziehungsebene spielen, sondern viele wollen einfach Dampf ablassen, haben ein anderes Motiv, wollen sich nicht auf einer symmetrischen Beziehungsebene dialogisch, dialektisch begegnen, sondern wollen einfach Emotionen rauslassen. Shitstorm heißt ja auch eine explosive, affektive Entladung, weil man einfach frustriert ist, weil man was anzipft und dann bietet sich das vielleicht sogar einmal, ja, dass man auf Facebook irgendwas sieht. Beispiel war, ich war als Klinikmitarbeiterin, ich arbeite in einer psychiatrischen Reha-Klinik, eine der ersten, die dann mit AstraZeneca geimpft wurden und war ganz stolz drauf, dass ich das überstanden habe, weil ich habe eine furchtbare Schiss vor Impfungen und überhaupt mag ich das nicht gern und habe das gepostet auf Facebook und gleich wieder gelöscht, weil da kam ein regelrechter Shitstorm, wieso du, weil viele wussten nicht, dass ich in einer Klinik arbeite und gesund, ich musste ja sogar, also musste, man war angehalten, ne? Ich will jetzt keine Impfdebatte vom Zaun brechen, Sie wissen vielleicht, was ich sagen will, also es war einfach so, dass ich gar nicht, ich habe gedacht, ich bin auf einer symmetrischen Beziehungsebene, wertschätzende Facebook-Freundinnen und dann kam das, ne? So quasi, wieso kriegst du das und tritt doch zurück, also da hat sich emotional entladen. Man muss immer schauen, was ist das Motiv dahinter? Warum bewegen sich Menschen auf einer Plattform? Wenn es eine Dating-Plattform ist, zum Beispiel, glaubt man vielleicht auch, man ist auf einer symmetrischen Beziehungsebene, aber vielleicht ist das ein notorischer Jäger von, weiß ich nicht, sein Selbstwertgefühl aufzutunen. Und ich habe von vielen Damen oder Herren dann auch schon gehört, dass wenn man dann das Date in der Realität hat, dass sie dann oft sich angewidert umdrehen und gehen und einen das Objektsein so richtig spüren lassen, ja, dass man eigentlich nur ein Objekt der Bedürfnisbefriedigung war. Würden Sie dann sagen, dass es nicht richtigerweise nicht heißen sollte, man muss mehr miteinander reden, sondern man müsste qualitativ besser miteinander reden? Danke für diesen Input, mehr philosophisch miteinander reden, dieses Zauberwort habe ich vergessen, ja. Also nicht labern und reden, da haben Sie absolut recht, es wird gelabert, geredet, rauf und runter wird diskutiert, aber eben nicht mit meiner Switching-Methode. Nein, eben nicht auf dieser symmetrischen Vertrauensebene, wo man sich sicher sein kann, dass beide dasselbe wollen, nämlich ein kultiviertes Gespräch, das möglichst ein Ergebnis hat und nicht ein Kräftemessen oder ein, weiß ich nicht, einfach nur Setting, um mich danach narzisstisch aufgeladen zu fühlen, auf Kosten des anderen. Mhm. Noch eine Frage zur Subjekt-Objekt-Ebene. Ein Medium würde ich schon eher als Objekt
bezeichnen. Also wenn ich eine Zeitung lese, dann habe ich einmal keine subjektive Beziehung dazu. Nichtsdestotrotz, Medien sind ja nicht ganz unabhängig, ja? Manche in politischer Form, ganz viele und fast alle in wirtschaftlicher Form, ja? Wie sehen Sie da, was können Medien tun, um Vertrauen zu gewinnen? Denn derzeit besteht im Journalismus definitiv eine Krise. Ich meine, die Krise verdanken wir zum Teil auch dem Herrn Trump, der uns den Slogan Fake News geschenkt hat. Ja? Aber was können Medien tun, um Vertrauen zu gewinnen als Objekt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich sehr gern eingehe. Da habe ich mir schon viele Gedanken drüber gemacht. Und meine Wahrnehmung ist die, dass es immer mehr dahin geht, dass Medien auch personifiziert werden. Man merkt es ja auch in der Werbung. Ich weiß jetzt nicht, ob es heißt, dafür stehe ich mit meinem Namen, aber so in die Richtung gehen. So quasi Personen, reale Menschen stehen hinter dem Medium und tragen die Verantwortung oder suggerieren einem das zumindest glaubhaft. Weil sicher kann man sich bekanntlich nicht einmal beim eigenen Partner, bei der Partnerin restlos sein. Also irgendein, wie soll ich sagen, einprozentiges kritisch bleiben würde ich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung anraten. Aber wenn ich jetzt jemanden beobachte, der zum Beispiel einem Medium, einem Printmedium vertraut, meine Tageszeitung zum Beispiel, dann ist es oft so, dass man ja hört, der sowieso, Hans Mayer hat das geschrieben und die Zenzi Mitzi Huber sagt aber das, und da ist wirklich dann eine Beziehungsebene da, auch wenn die Personen sich natürlich nicht wirklich kennen, aber der schreibt schon immer und dem vertraue ich. Ja? Und das hat sich bewahrheitet und deswegen vertraue ich dem. Und oft ist es ja auch so, dass Menschen weiterhin zu Ärzten gehen und Ärztinnen, das ist ein interessantes Phänomen, die einmal falsch entschieden haben. Also ich habe oft Menschen vor mir sitzen, die sagen, ja, und dann hätte ich fast eine Embolie gekriegt und das hat die Hausärztin halt nicht gemerkt und was weiß ich. Dann sage ich, jetzt gehen Sie aber nicht mehr hin zu der, oder? Ja doch, das ist ja meine Hausärztin. Und so quasi, der traue ich und vertraue ich, und das war halt, die ist auch ein Mensch, das war halt einmal so multifaktorell, verschiedene Faktoren, die waren nicht schuld, sondern das war halt irgendwie. Also wenn Menschen vertrauen, vertrauen sie. Und wenn Menschen in andere Menschen vertrauen, dann ist das, glaube ich, die beste Art und Weise, Nachrichten zu vermitteln und glaubwürdig zu sein. Aber da braucht es dann wirklich Menschen, die das verkörpern und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen und die das dann auch leben und wo das spürbar wird. Und das ist eine heikle Angelegenheit, wie man das heutzutage zustande bringt, dieses Vertrauen zu stiften. Vielen Dank für diese interessanten Fragen. Christian hat noch eine Frage. Ich möchte da gleich ein bisschen anschließen, nämlich von der anderen Seite her gefragt, als Konsument, wem können wir vertrauen? Welchem Medium können wir vertrauen? Weil es gibt ja auch Medien, die genau das bringen, was ich hören will, die berühmte Blase. Also denen vertraue ich natürlich, weil die sind ja meiner Meinung. Aber ist das jetzt objektiv? Offensichtlich nein. Also wie kann ich als Konsument feststellen, wer linkt mich jetzt als Medium? Wer holt mich dort ab, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte? Oder wer bietet mir wirklich diese Information, dieses Vertrauen in die Wahrheit? Wie weiß ich das? Naja, da ist immer die Frage der Anspruchslage. Ne? Es gibt ja Menschen, wie wir wissen, die wollen gar nicht zu viel wissen. Jetzt sage ich nicht, dass das die Dummen sind, sondern ich rede nicht von gescheit und dumm, sondern es gibt Menschen, die wollen auch im Arzt-Patienten-Gespräch gar nicht wissen, was da alles sein kann, wenn sie das Medikament nehmen oder diese OP auf sich nehmen. Und dann gibt es welche, die wollen restlos aufgeklärt sein. Ja? Es gibt unterschiedliche Menschentypen, das ist jetzt nur grob unterschieden, es gibt viel differenziertere Sichtweisen. Jedenfalls ist da wirklich die Frage, warum konsumiere ich ein Medium? Will ich rundum informiert sein, um dann handlungsfähiger zu sein? Oder will ich einfach mich beruhigen lassen und sozusagen eher ein Medium wählen, das jetzt keine reißerischen Schlagzeilen bietet, sondern sozusagen, ja, wie soll ich sagen, einfach pluralistisch, differenziert, mir phänomenologisch auftut, was es nicht alles gibt, und ich bilde mir meine Meinung selber. Wichtig ist zu schauen, was ist die Ambition des Mediums, was ist die Absicht dahinter, wer macht dieses Medium.
Wozu wird es gemacht? Wie finanziert sich das Medium? Wer sind die Köpfe dahinter? Wenn man das nicht weiß, weiß man auch nicht, worauf man sich einlässt. Das ist so ähnlich wie bei der Partner- und Partnerinnenwahl. Da muss man auch wissen, will er mich nur zum Heiraten, weil er, was weiß ich, keine Ahnung, eine Philosophin haben will? Oder will der, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass jemand nur aus Prestige, aus Zweck, um sich zu bereichern, wie auch immer. Ja? Die Motivation kann unterschiedlich sein, genauso sollte man da kritisch sein. Und es ist wirklich wie bei einer Partnerschaft, wenn du dich auf ein Medium einlässt, dann vertraust du ja, du sitzt ja nicht dann da und screenst die Zeitung nach Fehlern, sondern du vertraust eigentlich fast blind. Ja? Und das muss man sich immer wieder von Neuem verdienen und man sollte nicht blind vertrauen, sondern man sollte wirklich schauen, was ist die Blattlinie, was ist die Intention, wie finanziert sich das vor allem? Und wenn man weiß, dass es sich nur über reißerische Schlagzeilen und über möglichst viele Klicks, wenn wir jetzt wieder vom Internet sprechen, finanziert, dann weiß man auch, warum so viele Clickbaits und Fake News also nicht nur möglich sind, sondern auch mit programmiert sind, weil die ja darauf angewiesen sind und oft sind es ja nicht mal Fake News, die dann wirklich Fake News sind, sondern es wird einfach was aus dem Zusammenhang gerissen und keine Ahnung, Prinz Charles irgendwas und man denkt sich, er ist schon fast gestorben und in Wirklichkeit... König Charles, bitte. Das war jetzt ein... Ja, das sieht man, dass ich in der Vergangenheit lebe, gell? Die Antike. Ich habe heute erst nämlich God Save the King gehört. Aber dachte, wer weiß, vielleicht kommt bald... Ja, das Eishockey-Team hat leider gegen Großbritannien verloren und da haben sie God Save the King gesungen, die wirklich? Hymne, ja. Und man dachte, mich stört das irgendwie, wenn man das Queen so eingebaut hat, ja, genauso ja, wie Prinz absolut. Charles, da, das, der Brand. Jetzt haben sie mich ertappt, ich bin ein Queen Elizabeth-Fan. Alles gut. Wunderbar. So, wir haben noch eine Frage in der letzten Reihe. Das wird die letzte Frage sein und dann lade ich Sie natürlich auch ein. Das ist eigentlich eine Dreierfrage, aber wobei die einzelnen Frageteile sehr viel Beziehung zueinander haben. Die erste Frage wäre also von Grund auf gehend, wie schaut es für Sie aus mit dem Spannungsfeld zwischen philosophischer Ratio und Gefühl, die eigentlich von Aristoteles also durchgehende Linie bildet, bis heutzutage manchmal. Ich sage jetzt nur so zwei Beispielpaare, zum Beispiel Baruch de Spinoza, Michel de Montaigne oder Peter Carausses und die deutsche Soziologin Birgit Müterich. Die zweite Frage, die mit der ersten also in direktem Zusammenhang steht, wie schaut das mit der Bedeutung des nichtmenschlichen Lebens für Sie in der Philosophie aus? Also das heißt alles Pflanzen, Tiere und so weiter, vor allem auch im Hinblick auf die seit ungefähr 20, 30 Jahren fortschreitende Kognitionsforschung. Und die dritte bezieht sich auch auf die KI, wo bereits manchmal Ansätze anklingen, die KI, zum Beispiel, auch ein, ich glaube, ein Roboter kann man auch als KI bezeichnen, nicht? Quasi für diese KI eine Ethik zu entwickeln, also nicht für den Entwickler, sondern für die KI selber, während wir so problemlos, das wäre jetzt nur rhetorisch gemeint, denkende, fühlende, spürende, verspielte Lebewesen, Stichwort Schweine, unter entsetzlichen Bedingungen immer noch auf die Vollspaltenböden einsperren. Ja. Das sind drei Spannungsbögen, die in meinen Augen ein bisschen miteinander was zu tun haben. Ja, wunderbare Fragen, Potpourri, danke. Also das eine ist einmal eine tierethische Frage. Und da freue ich mich über dieses Stichwort, weil die erste weibliche Klientin meiner philosophischen Praxis ist tatsächlich mit der Frage an mich herangetreten, ob es ethisch vertretbar sei, ihre Katzen indoor zu halten, weil in der Nähe eine Straße sei und die Katzen würden aber raus wollen und ob das okay wäre. Und da haben wir dann gemeinsam tierethisch dran gearbeitet und letztendlich durften die Katzen dann nicht raus. Mhm. Weil ich einfach zu große Angst um sie hatte, nein. Weil das tierethisch dann tatsächlich so argumentierbar war. Aber wie das eben schon sagt, dieses Beispiel, da möchte ich gleich auf den ersten Teil der Frage eingehen. Ratio und Emotion sind letztendlich ja auch nur eine willkürliche Trennung von etwas, was eine Einheit ist, wenn man so will, je nachdem, welche Herangehensweise man hat, wissenschaftlich natürlich. Aber für mich als philosophische Praktikerin gesprochen, ist es eine Einheit und kein Gegensatz. Weil letztendlich greife ich in meiner philosophischen Praxis in erster Linie auch auf meine
Intuition und auch in meiner psychotherapeutischen Praxis letztendlich nicht auf die Methoden, die ich gelernt habe, auch wenn es natürlich schön ist, Methoden zu haben, sondern auf die menschliche Intuition, auf das, was sich zwischen zwei Menschen spürbar abspielt und auf den Hausverstand zurück. Und das kann man nirgends lernen und nirgends studieren. Und wenn man aber da wieder hinkommt, das zu spüren und dann nicht abzuwerten aus rationalen Gründen oder Vernunftgründen, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Und Sie haben ja auch ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Philosophie ist ja so vielseitiges Wissenschaft. Die wenigsten wissen, welche Disziplinen alle Philosophie umfasst, nämlich die Logik, die analytische Philosophie. Da geht es ja fast mathematisch zu. Als ich Philosophiestudierende war, habe ich mir gedacht, ja, da wird man halt miteinander diskutieren. Rauf und runter, das ist Philosophieren. Aber in Wirklichkeit ist ja die Philosophie die Wissenschaft, die schaut, wie andere Wissenschaften arbeiten, ob Erkenntnis überhaupt möglich ist. Die Erkenntnistheorie ist ja auch eine Disziplin. Dann die Ethik, die ich schon benannt habe. Dann gibt es die politische Philosophie, die philosophische Anthropologie. Es gibt so Religionsphilosophie. Es gibt so viele unterschiedliche Disziplinen, dass man gar nicht mehr fertig wird und dass der eine Philosoph oder Philosophin den anderen gar nicht versteht, weil sie völlig unterschiedliche Strömungen vertreten und Denkarten, Denkstile. Das mit der KI, da kann ich nur sagen, dass ich da ja jetzt die Gerda Rogers fragen müsste eigentlich, dass ich da wirklich überfragt bin. Auf alle Fälle glaube ich schon, ich bin keine Technikerin, dass das möglich sein dürfte, da auch ethische Prinzipien Platz greifen zu lassen. Nur es ist so ähnlich, wie wenn ich mit dem Auto fahre und das Auto kann von selber, weiß ich nicht, die Spur halten oder so, da habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, trotzdem das Lenkrad in der Hand zu halten. Also ich glaube dennoch nicht, dass dieses Zwischenmenschliche je ersetzbar sein wird, aber, und das finde ich ganz wichtig, dass Sie das gesagt haben, die Art und Weise, wie Menschen mit zum Beispiel Tieren, zum Beispiel Schweinen umgehen, ist nicht mehr als menschlich zu bezeichnen, sondern unmenschlich und auch wieder diese typische Subjekt-Objekt-Geschichte, wo völlig emotionslos mit Kreaturen, mit Individuen, die genauso ansprechbar, hätte ich beinahe gesagt, wie unsere Hunde sind, verfahren wird, als ob das Sachen wären. Und das ist natürlich etwas, wo ich dem guten alten Descartes nicht recht gebe. Tiere sind empfindungsfähige Wesen und ich bin durchaus auch für Personenrechte für Tiere. Mhm. Dass Tiere also wirklich angemessen behandelt werden, nicht nur um der Tiere willen, sondern auch um einer drohenden Verrohung halben, die sonst uns Menschen betrifft. Dass wir dann wirklich emotional verrohen und mit Mitmenschen, die nicht mehr so viel können, das war auch ein Thema meines Forschungsgebiets, beziehungsweise mit Tieren, die halt uns von der Ratio her vielleicht nicht gewachsen zu sein scheinen, verfahren, als ob das Sachen wären. Das ist etwas ganz, ganz Gefährliches natürlich. Gut, wir dürfen nachher noch ein bisschen weiter netzwerken hier. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Philosophieren hier auf der ÖOC-Bühne, Dr. Monika Wogrolli. Ich bedanke mich. Und ich würde dich gerne einladen zum Autorentag. Du hast ja viele Bücher geschrieben, das möchte ich jetzt schon tun. Bei Ihnen zu Hause danke ich für das Interesse und beim Zuschauen natürlich auch bei Ihnen im Live-Publikum. Und ich habe jetzt noch eine Aufforderung an Sie alle. Reden Sie nicht nur, philosophieren Sie. Und immer wenn Sie in der U-Bahn fangen zu hören, Mind the Gap, dann denken Sie an die Nächte der Philosophie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.